Und damit moin moin, Servus, grüß Gott, grüßt euch oder einfach nur Halli, hallo, Hallöchen, liebe Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zu einem Pokémon Masters Video 2021. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir gucken uns mal wieder Pokémon Masters an. Wir schauen mal wieder ein bisschen rein und vergleichen das einfach mal mit dem letzten Pokémon Masters Video, wo ich gemacht habe, wo ich geschrieben habe, warum ist Pokémon Masters eigentlich gescheitert? Und schauen uns mal an, was sich verändert hat. Und, beziehungsweise wir schauen es uns nicht direkt an. Ich rede erstmal nur drüber. Und nebenbei gibt es ein minimales Opening für ein legendäres Pokémon. Und ich würde sagen, ja, los geht's, ne? Glaube, wir machen das auch einfach mal ungeschnitten, ne? Damit man mal so ein bisschen mal das Overlay sieht, was sich so alles verändert hat und bla. Es ist schon ein bisschen viel. Darauf möchte ich jetzt alles dann eingehen, wenn wir pullen. Wir pullen nämlich für Zekrom, ein legendäres Pokémon, das mit N erschienen ist. Und sind nur zwei Multis, ich habe nicht viel Währung, ich habe das Spiel wirklich kaum angerührt in letzter Zeit. Okay, das sind. Sie haben Step-Ups eingeführt, das sehe ich ja auch schon mal. Oder? Gibt es für ihn auch ein Step-Up? Nö, bei ihm gibt es natürlich kein Step-Up. Okay. Also wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal rein und sprechen auch noch einfach mal darüber, was sich verändert hat. Und ja, sind sogar noch gekaufte Gems von vor 2 Jahren übrig oder so. Ich weiß, so alt ist das Spiel noch nicht, aber. Ja, was hat sich. Oh, das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Was hat sich verändert? Ne, sie haben einen sechsten Stand hinzugefügt bei den Pokémon und haben es jetzt EX genannt. Also es gibt jetzt halt noch die Möglichkeit, die Pokémon noch besser zu machen. Oder noch stärker zu machen. Mein größter Kritikpunkt damals war, dass das Longtime-Playing halt ein bisschen fehlt, dass es zu viel gegrindet ist. Mir ist durchaus bewusst immer noch, dass sich das für Gacha-Games so gehört. Was mich halt damals wirklich am meisten gestört hat, war aber halt, wenn du halt ein bestimmtes Level in der Story erreicht hast, danach gibt es einfach gar nichts mehr. Es gab nichts zu tun, außer deine Pokémon weiterzugraden. Das haben sie jetzt ein bisschen verändert, indem sie jetzt Battle Villa hinzugefügt habe, sprich eine wöchentliche Möglichkeit, ja, weitere Belohnungen in sich zu erspielen, wo die Schwierigkeit halt auch immer weiter und immer weiter stärkt. Genauso gibt es die Top 4 Kämpfe aus Kanto momentan. Ich glaube, Johto ist noch nicht hinzugefügt gekommen. Mit demselben Prinzip, es wird auch immer schwieriger und immer schwieriger und es gibt halt immer mehr Belohnungen. Was schon mal ganz nice ist. Also, sie haben sich zumindest dahingehend Mühe gegeben, das Ganze. Ja, vom Longtime-Play her, also auch Endgame-mäßig, dann, dass das was zu tun gibt. Dann ist jetzt natürlich die Frage, yo, warum ist denn der Hype von damals nicht geblieben oder Schwabe, warum spielst du es nicht? Und das war damals mein, für mich persönlich, mein größtes Problem. Okay, das ist der 5-Star-Pull, den haben wir schon. Ihr habt ja gerade kurz mein Team gesehen, also kein Zekrom, schade. Mein größtes Problem war halt einfach, dass es kein PvP gibt. Ne? Das ist für mich in solchen Spielen, für mich persönlich, wie gesagt, das ist, müssen nicht alle so sehen, aber für mich war das halt so der Hauptkritikpunkt, dass es halt das Problem gibt, dass es kein PvP gibt, dass man sich nicht mit anderen messen kann, sei es in Ranglisten oder wirklich direkte PvP-Fights, was mir schon klar ist, dass es in dem System. Okay, wir kriegen nochmal. Dass es da schwierig ist, aber man hätte ja so Ranglistensysteme machen können. Ne? Man hätte eine bestimmte Herausforderungen machen können. Was weiß ich, 10 verschiedene Kämpfe hintereinander wegmachen müssen und wer halt am meisten Punkte hat, steigt halt umso weiter in der Rangliste und wer umso höher in der Rangliste ist, der kriegt umso bessere Belohnung. Sowas würde mich persönlich motivieren, dieses Spiel viel mehr anzupassen und viel mehr auf die Pokémon zu gehen und halt auch gucken, dass ich mehr Pull und so weiter und auch mehr Währung brauche, um halt in diesen Ranglisten weiterzukommen. Ist halt nicht der Fall. Klar könnte man jetzt natürlich sagen, und das ist halt auch immer das Problem, dann würde es halt wieder Richtung Pay-to-Win gehen. Das ist immer der schmale Grat bei Gacha-Games, ne? Aber, und das ist auch ein positiver Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, um jetzt halt dann wieder diese Kurve zu kriegen, was ich verändert habe. Sie haben viele Free-to-Play-Events eingebaut, die sehr, sehr gut sind, mit legendären Pokémon. Momentan gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von Pokémon Silber und Gold, den Trainer Silver, den Rothaarigen, sich zu erspielen mit Ho-Ho. Ist doch nice. Und dann hat mir jeder die Möglichkeit, mit solchen Pokémon halt auch was zu erreichen. Von den Typen ist ja immer genug da. Und ja, wie gesagt, für mich wäre das immer noch
Nach einem Jahr, also ich glaube, das Spiel ist schon ein Jahr alt, immer noch. Easy gezogen. Also mein Glück habe ich halt weiterhin in jedem verfickten Gacha-Game momentan. Entschuldigung für die Wortwahl. Dass ich halt das ziehe, was ich will. Und wir haben N und Zekrom gezogen. Damit ist der Banner fertig. Und zwei Multis ist da schon sehr, sehr glücklich. Ja, um die Kurve weiterzubringen, um es zu Ende zu erzählen. Wäre es halt einfach, oder ist es halt einfach ganz geil, ne, dass es jetzt Free-to-Play-Events gibt mit legendären Pokémon. Du hast immer noch die Chance von jeder Sorte Pokémon, also Käfer, Feuer, Pflanze etc. pp. alles zu bekommen. Das wäre schon durchaus möglich, sowas einzuführen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht wollen oder warum sie es nicht wollen. Ist für mich persönlich halt schade. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich es jetzt wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr liegen lasse. Es haben sich Dinge verändert und das ist cool. Dachte, ich kann das einmal noch kurz zeigen. Ich meine, wir haben Zekrom gezogen, das ist wunderbar. Also es haben sich auch, sie haben auch jetzt Tickets und so eingeführt, also Energy-Tickets und so. Damit kannst du aber halt auch Skip-Tickets und so weiter. Das heißt, du kannst einfacher grinden im Vergleich zum letzten Mal. Es gibt ein Freundschaftslevel, das ist für mich jetzt selber neu, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Glücksfähigkeiten ist genauso neu, das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich habe es heute erst, wie gesagt, nach langer Zeit mal wieder gestartet. Ne? Level-Caps und so weiter ist erhöht. Das ist, wie gesagt, jetzt halt auch einfacher zum grinden aufgrund von den Tickets. Und was wollte ich euch eigentlich zeigen? Nein, da wollten wir doch hin. Man sieht schon, ne? Ein Champ-Kampf gibt es jetzt mit neuen Bonis. Die Hauptgeschichte geht natürlich weiter. Es gibt die Kampfwelt, es gibt verschiedene Events, es gibt Legendenkämpfe, das habe ich vergessen zu erwähnen. Da kämpfst du auch immer gegen verschiedene legendäre Pokémon, wo es auch neue Möglichkeiten gibt, Belohnungen zu holen. Und wie gesagt, halt eben diese Events, ne? Eier haben sie eingeführt, das ist auch neu im Vergleich zum letzten Mal, wo wir das letzte Mal Pokémon angeschaut haben. Ne, das halt, du hast ja deinen eigenen Trainer, der mit Pikachu gestartet hast. Du hast jetzt die Möglichkeit, halt andere Pokémon zu kriegen. Durch Eier, jetzt ist gerade Elektro-Event, also Pichu und Magnetilo sieht man hier. Ich glaube, ein paar andere gab es auch noch, Elekid und so weiter. Das gab es schon mit Feuer, Wasser, etc., Käfer, pp. Also der eigene Trainer hat jetzt auch die Möglichkeit, neue Pokémon zu bekommen, die man trainieren kann. Jesse und James sind Free-to-Play spielbar mit Arbok und mit Smogmog. Diese Events hier mit N und so sind halt auch einfach nochmal Möglichkeit, ein Event zu spielen, wo man halt auch verschiedene Belohnungen kriegen kann. Und das ist eben das Regenbogenschwingen-Event, wo man sich einfach mal eben Ho-Ho und N sage ich schon, und Silver Free-to-Player spielen kann. Ho-Ho, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Von dem her, sie haben schon viel verändert, sie haben sich schon viel Mühe gegeben. Es ist auch tatsächlich spielwerter geworden im Vergleich zu einem Jahr. Wie gesagt, mir persönlich fehlt jetzt noch so eine PvP-Rangliste, irgendwas, womit man sich ja mit anderen messen kann. Dann sehe ich mich auch motivierter, das Spiel zu spielen. So wird es halt bei mir, ja, Dankeschön. So wird es bei mir casual bleiben, aber Lob muss man trotzdem aussprechen. Wie gesagt, sie haben sich viel, viel Mühe gegeben, viel, viel geändert. Und ja, vielleicht schaut ja auch ihr mal wieder rein. Und was ist eure Meinung zu Pokémon Masters? Ist das Spiel für euch immer noch dead? Oder sagt ihr, ja, ich habe mal wieder reingeguckt, sieht schon geil aus. Eure Meinung würde mich interessieren und ja, dann sehen wir uns so in einem halben, dreiviertel Jahr wieder, wenn wir mal wieder darüber reden, was sich denn dann geändert hat. Ich hatte einfach richtig Lust, mal wieder reinzuschauen, das Video zu machen. Ich habe es jetzt auch komplett blind gemacht, wie ihr gemerkt habt. Also ich habe mich jetzt nicht vorher damit beschäftigt, sondern bin reingegangen, alles runtergeladen. Hab die Banner gesehen und gesagt, wir polen jetzt, wir reden einfach mal frei von der Leber drüber. Und das war meine Meinung. Und jetzt ist eure Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ade, es war wunderschön. Ciao.